Moin moin meine Freunde und damit ein herzliches Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2017, unserem Story-Projekt. Und wir sind auf der Hofbergmann Reloaded unterwegs. Und ich besser gesagt bin jetzt gerade, oh, Restzeit 47 Minuten. Ah, das ist nicht gut, wir müssen einen Ölwechsel machen. Das ist gar nicht so gut. Problem ist, ich muss jetzt da hoch. Ja, das Problem ist, ich muss jetzt nämlich zum Gemüseanbaufeld, ja. Also wir haben ein bisschen was gemacht, wir haben mittlerweile die Tiere. Der Herbert hat gestern gesagt, du, die Ställe sind soweit fertig, lass uns die Tiere schon zurückholen. Die haben wir jetzt gestern schon geholt, also heute schon geholt. Gestern. Hat gestern noch gesagt, genau, lass uns die Tiere zurückholen, und die Tiere haben wir dann heute jetzt geholt, die sind jetzt schon da, denen geht es soweit gut, da gibt es, ja, glaube ich, keine Probleme bei den Tieren. Und ja, wir haben jetzt überlegt, ob wir doch noch ein paar Schweine uns kaufen werden. Jetzt fahr doch mal nach vorne, Mann, ja, ob wir vielleicht doch noch mal das ein oder andere Schwein dazu kaufen. Da sind wir jetzt derzeit noch am überlegen. Also dieses Schleichtempo hier, echt. Müssen wir mal überlegen jetzt, ob wir es machen werden oder nicht. Fakt ist, wir brauchen einen Ölwechsel. Und das ist gar nicht so gut. Überhaupt nicht gut. Weil ich bin jetzt erstmal auf dem Weg. Also die Felder sind jetzt soweit alle fertig. Sie haben jetzt... Wir haben gestern und heute viel geackert, haben gestern und heute alles vorbereitet, haben die ganzen Felder vorbereitet. Ich glaube, es ist nur noch ein einziges Feld, wo jetzt vorbereitet werden muss. Aber da sind wir uns noch nicht so ganz einig, was wir jetzt da drauf schmeißen werden. Deswegen ist da jetzt aktuell noch nichts drauf. Müssen wir mal noch schauen, was wir da nehmen werden. So, jetzt müssen wir da rein. Denn die Gemüseplantage, die ist aktiv. Die war vorher schon aktiv. Da können wir jetzt schon die ersten Sachen holen. Wenn ich mich recht entsinne. Haben sie nämlich gesagt... Ah, guck mal. Rotkohl. Rotkohl. Lecker schmecker. Mach das mal weg. War, glaube ich, jetzt mit diesen einzelnen Behältern, hat er gesagt, glaube ich. Bin mir jetzt gerade selber nicht mehr sicher. Mal schauen, ob wir damit was machen können. Hoppala. Dann sammeln wir mal den Rotkohl ein. Können wir das Wasser nicht deaktivieren hier? Also das ist schon ein bisschen nervig. Da werde ich ja nass. Da werde ich ja nass. Zack. Up. Und. Alles klar. Oh. Nicht ganz so vorteilhaft, würde ich sagen. Das ist ja gar nicht so vorteilhaft. Da. Vor allem ist es sehr laut.
schmeißen wir das alles mal da rein. Komme ich da an den anderen dran. Zack. Jawohl. Zack. Oh. Dann, wir machen jetzt auch einen auf Rotkohl Production. Nein, wir machen auch Gemüseanbau jetzt. Das haben wir auch groß umgebaut, ja. Und, tja, wir machen jetzt mehr. Das wollten wir. Und ich denke, das ist definitiv die richtige Entscheidung. Wir haben lange überlegt, ob wir es machen sollen und haben uns dann dafür entschieden. Und ich bin der Meinung, es ist gut so. Die Sprinkleranlage, die nervt dezent. Aber da können wir vielleicht gucken, ob wir da noch... Also normal müsste es hier ausgehen, hat der Herbert gesagt. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Ist auch alles umzäunt, also dass hier keine Wildtiere draufgehen. Also da kann auch wirklich eigentlich nichts passieren. Und ist auch Kamera überwacht. Oh Gott, herrlich. Ist auch Kamera überwacht. Also auch da kann an und für sich nichts passieren. So, fahren wir ein Stückchen vor. Zack. Alles rein hier. Alles schöne Handarbeit. Und anders da funktioniert das ja logischerweise nicht. Mit Maschinen würde das klar etwas merkwürdig, glaube ich, aussehen. So, da drüben ist jetzt schon wieder gesät. Okay, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es nicht. Ich weiß es aber nicht. So. Der John, der macht auch gute Arbeit. Muss man sagen, also jetzt haben wir ja Anna, Herbert und den John hier. Der macht super Arbeit. Muss ich einfach so sagen, weil es einfach so ist. Erstklassige Arbeit, die er hier an den Tag legt. Und er fühlt sich auch sehr, sehr wohl hier. Hat er schon gesagt. Vor allem ist er natürlich auch froh, wieder endlich aktiv irgendwie arbeiten zu können auf dem Feld. War ja mit der alten Firma nicht mehr möglich gewesen. Hat mir das Ganze jetzt auch nochmal wirklich erklärt. Also, das ist wirklich eigentlich schon eher... Oh, nicht gut. Eine traurige Geschichte als irgendwie was Dramatisches. Also ist eigentlich wirklich eher traurig. Aber manchmal ist es halt so, ne? Kann man halt nichts machen manchmal. Den JCB, den glaube ich, den werden wir auch verkaufen. Also ich glaube nicht, dass wir den hier behalten werden. Wir brauchen den eigentlich gar nicht. Also mal schauen. Oder wir holen ihn auf den Hof, dass wir ihn da nutzen. Aber eigentlich benötigen wir den nicht. Wir haben jetzt einen Teleskoplader wieder. Unser Teleskoplader ist jetzt auch wieder da. Der ist repariert. Der war ja kaputt. Der geht jetzt auch wieder. Deswegen, ich glaube nicht, dass wir das benötigen werden. Wir haben jetzt erstmal Rotkohl gemacht, weil das Gasthaus hier in der Stadt sehr, sehr viel mit Rotkohl macht. Deswegen haben wir erstmal Rotkohl jetzt angepflanzt hier. Beziehungsweise
ernten das jetzt. Und es war schon drauf. Das können wir dann... Ja, den verkaufen halt. Und haben dann die Möglichkeit einfach... Haben dann die Möglichkeit, dadurch natürlich nochmal zusätzliches Geld zu machen. Ganz klar. Ja. Also wir expandieren hier hart jetzt. Die Apfelplantage, die werden wir auch wieder in Gang bringen. Darum kümmern wir uns auch noch. Zack, wieder zu. So. Da können wir schon mal aufmachen. Das müssen wir auch noch holen. Und die sind, glaube ich, auch schon fertig. Auf der linken Seite sind die fertig. Okay. Auf der rechten, da sind sie auch noch nicht fertig. Auch hier auf der linken Seite schon fertig. Müssen wir halt auch noch holen. Hier haben wir sie schon mal. Da warten wir aber, bis die Sprinkleranlage wieder fertig ist. Ich hatte nämlich keine Lust, wieder nass zu werden. So, habt ihr jetzt davon? So, was wir noch machen können, ist ja da hinten. Können wir jetzt mal kurz gucken. Das Ding müssen wir dann auch wieder kaufen. Also wir können hier auch Weißkohl noch anpflanzen. Das werden wir wahrscheinlich auch noch machen. Da müssen wir mal schauen. Weißkohl und natürlich das, was sehr, sehr interessant ist, natürlich für uns, sind dann die Gewächshäuser hier hinten. Also wir haben hier auch ein Gewächshaus jetzt für Kopfsalat, was wir machen können. Wir können hier auch... Also hier ist nochmal Kopfsalat. Haben wir ja so viel Kopfsalat wirklich? Oh, Tatsache. Okay. Auf jeden Fall haben wir ein Gewächshaus für Kopfsalat noch. Und hier hinten, glaube ich, waren dann Tomaten. Genau. Die Tomaten. Alles natürlich... Nichts Gespritztes, ja, ganz, ganz wichtig, alles natürlich hier. Und hier überall, wie gesagt, der Zaun außenrum mit Kameraüberwachung. Die sind ganz modern in den Lampen integriert, also ganz moderne Kameras auch. Hier ist rund um die Uhr eine Bewachung da. Oder eine Alarmanlage, besser gesagt, aktiv. Könnte man das am besten formulieren. So, wir warten jetzt aber, bis die Sprinkleranlage hier fertig ist. Sprinkleranlage ist es ja nicht, bis die Anlage hier fertig ist und dann alles wieder passt. Und wir dann loslegen können, weil ich möchte, wie gesagt, nicht nass werden, ne? Ja, ich will nicht nass werden. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich denke, wir werden damit noch einiges an Erfolg haben, hoffe ich. So, den Hänger lasse ich jetzt gerade mal hier stehen, denn wir müssen zum Ölwechsel. Haha. Deswegen schnappen wir uns jetzt einfach den Johnny und fahren so los. Damit wir zum Ölwechsel kommen. Ansonsten habe ich nämlich den nächsten Problem. Ja, dann bleibt er nämlich stehen. Moderne Geräte und so halt. Und dann geht hier gar nichts mehr. Deswegen fahren wir mal schnell auf den Hof. Ich glaube, wir haben noch gar kein Öl gekauft. Das heißt, ich muss das noch kaufen. Oh. Ach, Gott im Himmel. Das ist natürlich blöd. Okay, wir fahren jetzt erstmal zum Hof. Dann, der ist auch nicht da. Normalerweise sitzt da einer in dem Häuschen, ja, und überwacht das Ganze, dass niemand reinfährt. Aber der ist jetzt auch seit gestern... Ja, seit gestern nicht mehr da. Seit Montag. Genau, seit gestern. Ist der nicht da? Sitzt nicht mehr da? Keine Ahnung, wo der ist. Hallo? Das ist Lenkung. Hat keiner gesehen. Müssen wir mal schauen. Kalk haben wir auch schon geholt. Genau, das habe ich vergessen. Genau, wir haben noch Kalk geholt. Das haben wir jetzt erstmal bei unserem kleinen Platz vorne eingelagert, abgekippt, eingelagert. Die Felder sind wie gesagt alle fertig, also auch das 17er hier ist fertig. Es ist alles soweit vorbereitet, außer ein einziges Feld, das ist noch
gar nicht vorbereitet, beziehungsweise das ist schon gekrubbert, aber noch nicht besät. Noch nicht bestückt. Weil wir da noch nicht so sicher sind, was wir da drauf machen wollen. Also wir wissen es wirklich noch nicht, was wir da drauf machen wollen. Wir sind die ganze Zeit im Überlegen, aber wir wissen es nicht. Das ist schon der Wahnsinn. Wobei ich sagen würde, wir machen irgendwas für die Schweine drauf. Wir wollen vielleicht noch ein paar Schweine kaufen. Das sind wir ja, ein bisschen am Überlegen, ob wir noch ein paar Schweine kaufen. So. Ich würde sagen, dann fahren wir gleich in die Werkstatt. Dann steht ja schon mal parat. Das haben wir natürlich. Ja, das war natürlich sehr schlau. Jetzt haben wir natürlich genau den Hänger oben stehen lassen, den wir eigentlich benötigten, um die Palette abzuholen. Das ist natürlich. Wir haben sonst hier keinen Hänger. Dann gucken wir einfach, dass es so klappt. Mittlerweile hat er auch wieder Big Packs, unser Händler. Da können wir jetzt endlich auch wieder Big Packs kaufen. Da hatte ja eine Zeit lang keine mehr. Das geht jetzt wieder. Zum Glück. Wirklich zum Glück. Das ist. Also mit den kleinen Paletten, die wir jetzt da hinten haben, ist das echt eine Qual. Und mit diesen anderen Big Packs, wo logischerweise auch andere Materialien bzw. andere Sorten drin sind, weil die nicht die richtigen Sorten haben, die wir halt auch haben. Von dem anderen Händler. Oder Hersteller, besser gesagt. Ich bin mir da nicht so sicher, ob die Marke wirklich so gut ist. Ja. Mal schauen. Also ich denke, auf dem einen Feld, das ist da vorne das, das 22er Feld, denke ich mal, werden wir, ja, werden wir mal schauen, was wir da machen. Oh, Alter, das ist heute Schleichtag. Dann werden wir mal schauen, was wir da drauf machen. Ich denke, wir werden irgendwas für die Schweine noch zusätzlich drauf machen. Für die Kräuterbutter, die Kräuter und das alles, das haben wir alles schon. Also da ist alles vorgesorgt. Für den Käse, da müssen wir noch schauen, was wir dafür benötigen. Die Gänse wollten wir noch. Stimmt, Gänse. Hatten wir uns heute Mittag beim Mittagessen überlegt, ob wir Gänse kaufen. Stimmt, was denn hier noch? Oh! Unser großes Schneidwerk ist auch da eigentlich. Da liegen noch. Ach, die zwei Big Packs sind bestimmt nicht für uns. Muss ich mal kurz schauen! Servus, hallo. Sag mal, hast du ein bisschen Motoröl da? Ja, eine Palette? Hello. Eine Palette wäre. Ja. Ja, dann check mal die Lage. So, dann warten wir halt mal kurz, ne? Mal gucken mal. Guck mal, da im System, da sind drinne. Guck mal, hat er da wirklich drin, ne? Oh, Tatsache. 60 Liter. Sollen wir gleich die große Packung holen hier? Aber ich glaube, die reicht, oder? Ich glaube, wir holen gleich die große. Oder die größere, besser gesagt. Ja, wir nehmen die größere. Ja, okay.
Warte mal kurz. Sie richten das. Auch so ein schönes Bild eigentlich, oder? Oh, weiß auch nicht. Sah alles sehr, sehr cool aus. Alles klar. So kann man natürlich auch Werbung machen, ne? New Holland und so. Oh, ein schöner Fan hier. Ja, es sind schon schöne Fahrzeuge. Ja, bitte. Alles klar, danke dir. Tschüss. Ja, mach ich. Tschö. Ach, guck mal, da steht sie schon. Habt ihr gleich. Das ist ein Jahr. Das ist ein Jahr. Das sind Helden. Na? Das ist ein Flitzer. So. Ja, wir haben jetzt den schönen Farmer hier, Fendt. Den schönen Fendt Farmer hier. Für unseren Hof entdeckt. Für so manche Sachen ist der nämlich noch ziemlich gut. Klar, nicht mehr für alles. Kommen da nicht rein oder was? So, jetzt aber. Hopp. Na, kriegen wir nicht ganz drauf anscheinend. Dann würde ich sagen, machen wir die Warnblinker einfach an und fahren mit den Warnblinkern auf den Hof. So, sehr schön. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Ölpalette noch. Die wollte mir die ganze Zeit schon holen. Die wollte eigentlich der Herbert schon holen, aber irgendwie hat er es anscheinend doch vergessen. Also, mal schauen. Was man da machen. Wo ich die hinstelle vor allem. Soll man sie in die Werkstatt stellen oder soll man sie lieber in unser Lagerbereich erstmal stellen? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Also wir werden auf jeden Fall noch Schweine kaufen. Das haben wir schon gesagt. Wir können mal gucken, dass wir uns vielleicht na, demnächst Gänse da mal kaufen werden. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Wir wollten ein paar Gänse haben. Lass uns mal schauen. Ja? Lass uns mal schauen. So, meine Freunde, und ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal hier zurück auf den Hof mit der Ölpalette. Das dauert ja noch ein bisschen mit dem Schleichtempo da vorne und so schnell kann ich halt auch nicht fahren. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder, meine Freunde, wenn es wieder heißt Landwirtschaftssimulator 2017, unserem kleinen Story Let's Play. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.